ja, haben wir eine Zeit des radikalen Wandels, dann braucht es natürlich auch Innovation. Und Innovation muss immer erfolgreich sein im Kontext des aktuellen, der aktuellen Wirtschaftssituation. Und Frau Müller, ich darf gleich mit Ihnen starten. Wie bereiten Sie sich denn auf diesen radikalen Wandel vor? Welche Innovationen haben Sie denn bei Value One? Also danke für die Einladung. Meine Rolle in der Value One ist Chief Innovation Officer seit geraumer Zeit. Das heißt, mit Innovation beschäftigen wir uns strategisch schon länger. Wir haben, warum? Weil wir Lebensraumentwickler für die Zukunft sind, sprich wir haben ja lange, Immobilien sind ja nicht ein Konsumgut, das von heute bis, also das man täglich neu erfindet, sondern ein sehr langlebiges Produkt. Deshalb sollte man gerade als Immobilienentwickler sehr weit in die Zukunft vorausdenken. Und wir haben deshalb Immobilien, also Innovationsmanagement schon sehr früh eingeführt. Wir beschäftigen uns mit den Zukunftstrends und das haben wir gemacht und machen wir natürlich jetzt auch. Und versuchen diese dann in Immobilienkonzepten umzusetzen. Mit dem Zukunftsinstitut beispielsweise arbeiten wir zusammen, mit Start-up-Netzwerken, wo wir die neuesten Trends sehen, für uns prüfen und schauen, ob wir sie implementieren können. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Madasta, ein Gebäudepass für Materialien, der für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit einer Immobilie grundlegend und die Basis sozusagen bildet. Da sind wir Kennedy-Partner in Österreich, weil wir daran glauben, dass Kreislaufwirtschaft das ein wichtiger Bestandteil ist, um die Immobilienbranche nachhaltiger zu machen. Stichwort Zukunftsinstitut und Megatrends. Was sind denn so die Megatrends, Frau Müller, auf die Sie ganz besonders hier bauen oder auf die Sie sich ganz besonders vorbereiten? Ja, also die Neoökologie, also alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, klarerweise. Das Thema New Work, ein großes Thema, das schon längst angekommen ist, aber diese Megatrends sind auch nichts Modisches, Kurzfristiges, sondern was sehr Langfristiges, das wirklich gesellschaftliche Veränderung bewirkt, und darauf sollte man als Entwickler reagieren. Gleichzeitig die Silver Society, ein großes Thema, die Überalterung, der demografische Wandel, auch darauf sollte man als Immobilienentwickler mit den richtigen Immobilienprodukten reagieren. Dankeschön. Herr Holler, wie bereitet sich Ihr Unternehmen auf den Wandel vor und welche Innovationen gibt es denn von Ihnen zu erzählen? Also Grundprinzip ist, dass wir an und für sich vor, glücklicherweise, aber wesentlich in der Branche auch zu spät, aber wir sind da schon sehr, sehr stark fokussiert auf Innovation und den Wandel. Wir haben eine Digital Roadmap und Innovationsroadmap erstellt, wo wir eigentlich, also das war ungefähr zur Pandemiezeit, man hatte mehr Zeit, das war auch der richtige Zeitpunkt, dass sich viele Leute damit beschäftigt haben bei uns. Und zu dem Zeitpunkt, wie wir es gemacht haben, und das ist ja nicht so lange her, muss man sagen, zeitmäßig, war ja der Technologiefortschritt noch nicht so weit wie heute. Also die Sprünge sind enorm. Wir haben schon damals von künstlicher Intelligenz gesprochen, die gewisse Sachen macht, die wir heute schon implementiert haben. Wir haben zum Beispiel ein komplettes digitales Dokumentenmanagement, wo beschlagwortet werden automatisch Dokumente und den richtigen Personen zugeordnet werden. Wir hatten damals von einem Akquisitionsportal gesprochen. Wir sagen zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz automatisch erkennt, was für ein Grundstück zu uns kommt, was für Planungsmöglichkeiten gibt es, die Infrastruktur schon bewertet. Also, und das alles ist technisch heute schon möglich. Ja. Wir haben mittlerweile mit vielen, auch mit Madasta zum Beispiel, sind wir Kooperationen eingegangen, um einfach dieses Know-how bei uns auch zu implementieren. Jeder weiß, die Immobilienbranche ist ein bisschen in der Vergangenheit, sage ich einmal, träge gewesen. Und es braucht alles viel länger, bis was in der Immobilienbranche aufgenommen wird, weil es eine sehr alte, traditionelle Branche ist. Das hat sich aber, glaube ich, sehr geändert und es gibt jetzt sehr viele eigentlich innovative Startups, aber wir sind, glaube ich, aus meiner Sicht vielleicht nicht einmal bei 10% von dem
wo man sein könnte. Und es ist also das Thema von der Digitalisierung, Nachhaltigkeitsthema, hängt, glaube ich, komplett damit zusammen, weil ich glaube, keine nachhaltigen Lösungen sind heute möglich ohne Digitalisierung und Innovation. Deswegen sehe ich das immer so als ein Gesamtpaket. Wir haben eigene, also wir haben mittlerweile eigene Abteilungen, eine eigene Abteilung, eine Innovationsabteilung. Wir haben eigene Digitalisierungsabteilungen, wir haben eigene BIM-Manager zum Beispiel, also Building Information Model ist ja ein Thema, digitaler Zwilling. Wir haben eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, die alle zusammenarbeiten. Das hat es früher nicht gegeben, das hat es, glaube ich, fast in keinem Immobilienunternehmen gegeben. Mittlerweile, die Größeren haben das schon auf jeden Fall, oder zumindest Beauftragte gibt es überall mittlerweile. Ist, glaube ich, auch unerlässlich, aber ich möchte jetzt das, glaube ich, in einen Punkt, zu einem Punkt gebracht. Also wir haben alle Maßnahmen gesetzt und wir haben den Anspruch darauf, dass wir in dem Bereich eine Führungsposition einnehmen oder auch in der Innovation und Digitalisierung. Wir haben mittlerweile komplett digitalisiert, zum Beispiel Bauprozesse. Da ist es schon möglich, digital und visuell zum Beispiel den ganzen Bauablauf, also das haben wir zum Beispiel mit Planrad, da waren wir die Ersten, die das gemacht haben, wo sie schon frühzeitig erkennen können, wenn irgendwelche Fehler im Bauprozess passieren, weil sie alles visuell abbilden und es automatisch erkannt wird und dann haben sie natürlich keine Gewährleistungsprobleme. Und das ist ein letzter Punkt, weil zum Beispiel Modasta, das ist ein innovatives Unternehmen, also es braucht sowas, aber die Lösungen sind noch nicht da. Ja. Weil es ist ein Puzzlestein vom Ganzen. Also ich muss einmal natürlich, damit ich, also erwähnt wird oft die Kreislaufwirtschaft, im Moment gibt es ganz wenige Unternehmen, also wir bräuchten, also jeder in der Branche bräuchte Partner, die eine Lösung anbieten können. Wir können zum Beispiel in der Kreislaufwirtschaft, da gibt es ein oder zwei Unternehmen, mit denen man zum Beispiel zusammenarbeiten kann in Österreich, wo ich zum Beispiel rückbauen kann und Bauteile wieder in die Kreislaufwirtschaft zu bringen und das Ganze müsste digitalisiert werden, weil man muss auch jemand wissen, wo gibt es was, damit ich es wieder benutzen kann und da fehlt es noch an Lösungen und da sind wir sehr, sehr proaktiv tätig und vielleicht das letzte Punkt, was wir auch gemacht haben, wir haben uns, das ist ein sehr interessantes Unternehmen, wer es nicht kennt, Gropius, da haben wir uns auch absichtlich deswegen beteiligt, wie ich auch erklärt habe, wie wir uns vorbereiten. Die haben so den Anspruch der Tesla, der Immobilienwirtschaft, im modularen Bau, alles aus Holz, nachhaltig, Value-Add, der Value-Add-Gedanke, Geschäftsmodell, dass man praktisch Serviceleistungen mitverkauft. Und da haben wir uns zum Beispiel hauptsächlich beteiligt, damit wir einen Know-how-Austausch haben und natürlich für die Zukunft uns Kapazitäten sichern, um nachhaltig bauen zu können. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Thomas, der Andreas Holler hat schon angesprochen, keine Innovation ohne Digitalisierung und wenn wir von Digitalisierung reden, dann ist künstliche Intelligenz heute mit automatisch mit dabei. In vielen Branchen ist ja das Kapitel AI schon ein totaler Gamechanger. Wie siehst du das in der Immobilienbranche und wie nützt ihr das heute schon und in Zukunft? Ja, was eine große Frage, der Gamechanger. Also ich sage mal so, die große Herausforderung ist aus meiner Sicht einmal das kulturelle Thema in einem Unternehmen. Wir haben ein bisschen eine Historie, auch aus der Energieversorgung und da hast du eigentlich eine Kultur, dass es wichtig ist, die Dinge müssen ewig halten. Und damit hat man auch einen Zugang zu diesen einzelnen Themenbereichen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, ein neues Produkt, dann entwickelt man das aus der Historie her betrachtet, man schaut es genau an, man testet es durch und es darf ja nichts passieren, es muss ja wirklich der Verlang nicht später mal Kosten verursachen. Ich sage, mit der neuen Entwicklung, die man hat, dann hat man das Produkt fertig entwickelt und eigentlich ist es schon alt und abgelaufen, weil es gibt schon wieder ein neues. Das heißt, ich finde, es ist ein Thema der Zugänge, es ist ein Thema auch der Unternehmenskultur, in der man arbeiten muss, damit man sich dort einmal hinentwickeln kann und das ist eine große Herausforderung. Und das Thema der Digitalisierung, es gibt natürlich den einen Weg zu sagen, ich mache jetzt einmal große Digitalisierungsstrategie und schaue, dass ich die Punkte Schritt für Schritt abarbeite. Wir versuchen jetzt immer mehr Wege in die Richtung zu gehen, dass ich sage, okay, du hast junge Menschen im Unternehmen, die haben Ideen, die haben Zugänge und die setzen sich auf Themen drauf und man lässt Dinge auch zu. Und das ist dafür oft ein agileres Arbeiten. Das ist vielleicht so ein kleines Beispiel, das ist jetzt nicht so das riesengroße Beispiel. Wir haben uns überlegt, wir brauchen Einsatzplanung, weil wir dann Zähler tauschen. Vor Jahren, meine Historie ist aus der Wienenergie mit einer großen Organisation in der Serviceabteilung,
Da hätte man sich unterschiedlichste Softwarelösungen angeschaut, hätte gesagt, okay, wie geht das, dann vielleicht Machbarkeitsthemen und irgendwann wären wir dann in eine Umsetzung gekommen. Jetzt haben wir uns mit einem kleinen Partnerunternehmen, das war die Upstream, zusammengesetzt, die haben agil gearbeitet, die waren eigentlich in wenigen Monaten fertig. Die haben eine Präsentation gemacht, wie man das macht, die Präsentation hat glaube ich 5 Minuten gedauert. Im Endeffekt haben wir pro Woche ein FTE eingespart und haben eine unkomplizierte Lösung auf die Beine gestellt. Das heißt, für mich ist dieses Thema ein sehr kulturelles Thema und auch ein anderer Weg des Arbeitens. Und im Endeffekt ist auch das Thema, wenn ich jetzt das Thema KI, wir haben noch kein Produkt eingesetzt, das wirklich in diese Richtung geht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt da die künstliche Intelligenz, Energieeinsparung würde einem gleich einfallen. Da gibt es Pilotprojekte, wo wir an dem Thema dran sind. Alle anderen Themen, also Robotics und Prozessoptimierung, weil es gibt ja auch 2 Richtungen, es ist der eine Weg, dass ich sage, ich mache auf der Kundenseite Themenbereiche, ich mache Energieeinsparung und so weiter. Man darf aber nicht unterschätzen, dass man auch genügend Prozessoptimierungen hat, auch nach innen gerichtet. Du hast Personalabteilung, du hast viel Personal, du hast einen Wechsel drinnen, die Abteilungen interagieren miteinander und auch da muss man einen starken Fokus in diese Richtung hineinsetzen. Und ich glaube, meine Antwort ist ungefähr so, wie sich auch die Zeit so entwickelt. Es sind so viele, viele Bausteine, die manchmal ein bisschen unstrukturiert, manchmal strukturiert kommen und so kommt man einfach auch in die Entwicklung hinein. Und vielleicht, wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ist natürlich auch ein bisschen ein Generationenthema, wie man mit den Themen auch, welchen Zugang das man hat. Wenn ich bei mir daheim in der Familie schaue, wie da mit digitalen Medien umgegangen wird und wie ich bei mir selber schaue, ist natürlich eine ziemliche Differenz. Oder wenn ich eine mobile Einsatzplanung einsetze, wenn ich meine Generation hernehme, sage ich, ich will mich nicht überwachen lassen, was brauche ich eine mobile Einsatzplanung? Die Jugend hat einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen. Und du hast das natürlich dann auch im gesamten Unternehmen. Das ist der Kulturthema, du hast der Generationenthema und auch den Wechsel, wenn ich sage, ich bin eine Branche wie Immobilienbranche, Energiewirtschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass ich was baue und das, was ich da baue, das wird in 50 Jahren immer noch da sein. Und damit habe ich eine Produktentwicklung. Und auf der Digitalisierung und Innovationsseite ist aber alles schon viel schnelllebiger und kann dann schon überholt sein, bevor ich es dann umgesetzt habe. Bin ich ein bisschen ausgeschliffen. Gell? Aber ein Schicksal, das man ja auch mit vielen anderen Branchen teilt und wo man sich vielleicht auch ein bisschen noch was holen könnte. Jedenfalls ist das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung und wie auch immer auch mit neuen Geschäftsmodellen verbunden. Jasmin, welche neuen Geschäftsmodelle seht ihr bei euch am Horizont oder welche habt ihr auch vielleicht schon ausprobiert und realisiert? Also wir waren derzeit oder wir sind ganz stark in dem Thema Eigentumswohnungen und das ist doch derzeit der Markt, was werden wahrscheinlich eh ganz viele von euch wissen, der jetzt sehr stark eingebrochen ist, also relativ unerwartet sehr stark eingebrochen ist, was natürlich schwierig ist, weil die ganzen Projekte, die wir haben, sind ja schon in Planung und sind auch jetzt preislich wahrscheinlich auch eindeutig zu teuer eingekauft, jetzt die hohen Zinsen, dann die hohen Baukosten, das heißt jetzt überlegen wir uns gewisse Sachen vielleicht in Miete umzuwandeln, was natürlich bei gewissen Projekten unmöglich ist, weil sie einfach zu teuer sind. Da wüsste jetzt gar nicht, was ich für Miete verlangen soll. Das heißt, wir schauen uns jetzt wirklich jedes Projekt einfach wirklich neu an. Also ich sage jetzt zu meinen Mitarbeitern, wir denken komplett neu. Wir denken jetzt komplett neu, was den Vertrieb anbelangt, ob wir neue Wege finden. Wir versuchen komplett neu zu denken, was das Marketing anbelangt. Ist natürlich auch schwierig, so wie eben manche sind so in den Köpfen drinnen und das einfach so kommt aus, wir machen jetzt alles weg. Neues weißes Blatt Papier, was fällt euch jetzt ein? Versuchen wir mal kreativ zu sein. Da kommen dann manchmal ganz gute Ideen. Was wir bis jetzt auch noch nicht so wirklich gemacht haben, ist das ganze Thema Gesundheit. Also auch da schauen wir uns jetzt ein paar Sachen an, dass wir sagen, dass wir in dem Bereich was machen. Büro, Logistik jetzt eher weniger, sind zwar ganz spannende Themen, auch vor allem das New Work. Da war ich gestern bei der Strabaga recht eine coole, die Frau Birgit Gebhardt, so eine Trendexpertin aus Deutschland, die hat ganz lustige Sachen gesagt, so wie der Arbeitgeber soll der Gastgeber werden, dass man es einfach anders betrachtet und das Büro soll quasi ein Denklabor werden. Also echt gute Ideen, aber da kommt wieder das Thema Generation, sind auch wirklich alle bereit für solche neuen Sachen. Also ich glaube, das ist jetzt gerade ein schwieriger Zeitpunkt, so die doch Älteren, die noch im Job sind und dann kommen die Jungen nach, also das ist einfach ein bisschen anderes Denken.
Also das finde ich recht spannend. Und mit was wir uns auch jetzt beschäftigen, weil ich habe ja doch die ganzen Profis bei mir im Büro sitzen, die Projekte gehen jetzt nicht so schnell, wie sie normalerweise gehen, dass ich einfach gesagt habe, wir können auch für andere anbieten, dass wir die Häuser einfach ESG-fit machen oder Taxonomie-fit machen, weil den Bestand gibt es ja und wir haben die Leute, die das können. Wir haben selber zwei Projekte gekauft, also alte Zinshäuser, die Gott sei Dank bestandsfrei sind oder kurz davor bestandsfrei zu sein, wo wir das mehr oder weniger selber beweisen, dass wir es können. Wir könnten es im Endeffekt auch für andere machen, also Stranded Assets mehr oder weniger wieder zukunftsfit machen. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen und das ganze Thema Energie. Also Geothermie, das ist jetzt an oberster Stelle, dass wir uns auch mit der Energiespeicherung beschäftigen. Also das sind alles Themen, die einfach immer wichtiger werden. Und ja, ich hoffe, es funktioniert. In denen dann die, naja, wir werden das dann sehen, ne? Das in 2 Jahren oder in 1-2 Jahren, wenn wir wieder beieinander sitzen, dann haben wir schon die ersten Erfahrungsberichte auch dazu. Hoffentlich. So, wir haben uns für den heutigen Tag eine kleine Mission gesetzt. Wir wollen gemeinsam ein bisschen tiefer in die EU-Taxonomie-Ziele hineinschauen und den ganzen Tag über so verfolgen, welches der Umweltziele verfolgen wir denn jetzt schon gut mit unserer Branche und wo schauen wir vielleicht noch nicht so tief hinein. Und ich möchte euch alle jetzt kurz mal bitten an die letzten innovativen Schritte in puncto Nachhaltigkeit und dass ihr mir alle eine kurze Antwort dazu gebt, in welches der 6 Klimaziele passt denn so der letzte wichtige Schritt rein. Wir haben den Klimaschutz auf Nummer 1. Wir haben die Anpassung an den Klimawandel auf Nummer 2. Wir haben den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen auf Nummer 3. Wir haben Nummer 4 den Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Wir haben 5. die Reduktion und Vermeidung von Umweltverschmutzung. Und wir haben Punkt 6, den Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt. Also Klimaschutz, Anpassung, Wasser, Kreislaufwirtschaft, Emissionsreduktion und Biodiversität. Wo, Herr Holler, spürt Ihr letzter großer Schritt hinein? Was würden Sie sagen? Ich kann keinen dieser Schritte eigentlich reduzieren auf irgendwas, weil egal in welchem Projekt wir damit zu tun haben, müssen wir uns alles anschauen. Es ist vielleicht, bei der Artenvielfalt hängt es natürlich davon ab, ob man urban oder im ländlichen Bereich ist, aber Klimaschutz und Emissionsrückgang ist, glaube ich, wenn ich es priorisieren würde, ist so die Nummer 1. Ist das top? Ja, ist das okay. Top. Und wenn man darüber redet, worüber am meisten geredet wird als Single, ist sicher diese Kreislaufwirtschaft. Das ist im Moment in aller Munde, aber tatsächlich ist es der Klimaschutz mit der Reduktion. Ja, ich glaube, es ist halt die wichtige Frage, was tun wir schon? Ja. Thomas, was ist es bei dir? Also ich denke, die Punkte hängen alle sehr eng miteinander zusammen. Und wir dürfen sie auch nicht singulär betrachten. Genau, aber der Fokus ist sicher das Thema Klimaschutz. Was machen wir? Im Endeffekt, wir haben in die Marke investiert, wir machen viel mehr Dienstleistungen, auch vor allem doch ein Schwerpunkt auch im Bereich der Energieversorgung. Jetzt, wir sind kein Versorger, aber zumindest jemand, der unterstützen kann, dass man in die Richtung kommt. Mhm. Ob das jetzt PV-Anlagen sind, ob es Fernwärmeversorgung ist. Natürlich hat man als Unternehmen auch gesagt, wir bestimmen unseren CO2-Fußabdruck, machen Maßnahmenplan, Kennzahlen rein in die Strategie und Schritt für Schritt auch in die Umsetzung. Und was natürlich, da komme ich wieder in den Punkt, wo wir vorher drinnen waren, Kulturarbeit. Weil viel hängt natürlich auch damit zusammen, was wir nicht beeinflussen können, wie kommen die Leute zur Arbeit. Auch das wird mit betrachtet. Also auch in die Kulturarbeit steckt man derzeit irrsinnig viel hinein. Okay, super, danke. Frau Müller, was würden Sie bei Ihnen sehen? Auch eindeutig der Klimaschutz sicher an erster Stelle, weil wir alle unsere Projekte einerseits zertifizieren lassen und da immer das höchste Siegel anstreben. Wir unsere Energiesysteme auf regenerative Ressourcen, Energienetze mit Geothermie arbeiten und so weiter. Also da ist sicherlich das größte Potenzial, das wir versuchen zu heben. Thema Kreislaufwirtschaft ist sicher das zweite. Bei der Biodiversität geht es auch um Bodenversiegelung und beziehungsweise Nichtversiegeln und Entsiegelung. Ich finde, das ist auch ein spannendes Thema, dass man sich als Projektentwickler, der im Neubau spezialisiert ist, versucht, auf Bestand neue Geschäftsmodelle und neue Felder zu erarbeiten und zu entwickeln. Danke.
Dankeschön. Und Jasmin, was ist bei dir? Im Endeffekt, ich habe die Punkte, was die anderen auch gesagt haben, aber gerade auf den letzten Punkt möchte ich eingehen, weil wir auch als die College-Gruppe generell für den Neubau stehen. Und das habe ich jetzt in Wien an für sich schon geändert, also wir einfach gesagt haben, Konzentration auf den Bestand, einfach ein wertvoller Umgang mit Grund und Boden, und ich bin schon immer totaler Verfechter gewesen vom Nachverdichten und nicht neu versiegeln, und das versuche ich auch jetzt als Umdenken bei uns, und wir haben, wie gesagt, bestandsfreie Zinshäuser, wo wir einfach sagen, wir lassen sie logischerweise stehen und schauen, dass wir sie einfach aufstocken und verbessern und energieeffizient machen, und das ist eigentlich unser Hauptfokus. Aber auch Biodiversität finde ich eigentlich ein sehr nettes Thema, weil wir haben im 14. Bezirk die alte Knödelhütte, und da haben wir mit dem Artenschutz und ich weiß nicht was alles zu tun gehabt, das war recht spannend, und dass wir auch gesagt haben, auch das liegt uns dort ganz am Herzen, ob es jetzt die Fledermäuse sind oder was auch immer, wobei man denkt, ob die Kunden das dann so gern mögen, wenn sie wissen, wir haben auch für die Fledermäuse gesorgt, dass sie dort ein nettes Platzl haben, das könnte doch spannend werden. Aber wenn die Fledermäuse ihr eigenes Platzl haben, dann kommen es den Menschen nicht so in die Karte. Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute das wollen. Ich wohne in einem Haus, wo irgendwo in der Nähe ein Fledermaus sein könnte. Vielen lieben Dank euch allen. Einen großen Applaus bitte noch einmal für unser Podium. Applaus